Mit den Namenwechseln von Deo zu Chevrolet hat der neue Chevrolet Matiz sein Eintrittsexamen gut bestanden. Auch wenn das Ganze von der Plattform des alten Matiz ausging, hat der neue an Eleganz gewonnen. Aus dem Segment wie den Twingo, Aygo oder 107 ist der neue Matiz mit seinen 3,50 Meter Länge, 1,50 Meter Breite ein kleines Stadtauto, ideal und praktisch. Argumente dazu sind ebenfalls die leichten Motorisierungen von 0,8 und 1 Liter mit einem geringen Kraftstoffverbrauch. Effizient erweitert wurde der sympathische Look der ersten Generation. Die Vorderfront behält die kreisförmigen Scheinwerfer und integriert nun zusätzlich die Blinker. Die Stoßstange ist massiver geworden, die Kühlerhaube verfeinert und dynamischer. Nur viertürig erhältlich, erlaubt der neue Matiz einen guten Zugang zu den Rücksitzen. Obwohl der Radstand verlängert wurde, sind diese etwas eng. Ja, in den 3,50 Meter müssen ein Motor, die Rück- und Vordersitze und der Kofferraum untergebracht werden. Der Kofferraum bietet ein Ladevolumen von 170 Liter, das je nach Bedarf durch das Herabklappen der Sitze bis 845 Liter erreichen kann. Das alles rasch, leicht und mit wenig Mühe. Innenraum und Ausstattung. Eine vollständige Evolution zum ersten Matiz. Ein in zwei geteiltes Armaturenbrett. Vor dem Fahrer befinden sich die Basisbedingungen. In der Mitte paradieren der Geschwindigkeit und Tourenzähler. Das Ganze kann der Farbe des Wagens angepasst werden. Die Kunststoffe sind glänzend und hart, gut zusammengebaut. Doch lässt die Qualität etwas zu wünschen übrig. Auch wenn die Sitze bequem sind, zeigen sie rasch ihre Grenzen, was dank der hervorragenden Suspension der neuen Matiz etwas aufgehoben wird. Die praktische Seite des Innenraums wird durch sinnvollen Ablagen da und dort animiert. Zur Grundausstattung gehören Airbags für Fahrer und Beifahrer, Pedalen aus Kunststoff, Gürtel mit 3-Punkt-Verankerungen und Kraftbegrenzung. Meine Meinung: attraktiver Preis, sparsam, der neue Matiz hat viele Argumente, um sich auf dem umworbenen Platz der kleinen Auto zu behaupten. Ein eher sympathischer Look, ein praktischer Zugang für die Passagiere und zum Verstauen der Einkäufe. Kurzum, ein angenehmes Auto für den Stadtverkehr und die kurzen Fahrten.